Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin wieder euer Cornel und wir sind auf dem Weg und müssen hier noch das Secret Exit holen. Das haben wir beim letzten Mal oder beim ersten Mal durchspielen vergessen, verpasst. Ich weiß es selber nicht so genau. Wir haben es auf jeden Fall nicht und müssen deswegen hier noch einmal durch. Ah, Ich hätte mir einfach mal Pilz nehmen sollen. Ich glaube, dann hätte ich hier einen Propeller-Head bekommen. Und das wäre relativ gut gewesen, weil dann hätte ich ja hier ein bisschen hoch springen können. Wobei, hier gibt es eine Feuerblume. WTF. Naja. Ist ja auch gut, wenn wir noch ein paar Propeller-Köpfe im Vorrat haben. Deswegen werde ich die auch auf keinen Fall benutzen. Ja, sehr gut. Ja, das war jetzt irgendwie blöd. Das war sehr blöd. Ach ja, das ist ein bisschen langweilig, oder? Ich hätte es einfach vorspielen sollen. Dann hätte ich das nicht jetzt hier nochmal machen müssen. Ich bin Mario, schalala. Hin und her und wuh. Nein! Och, das ging nicht weiter in die Richtung. Das wusste ich nicht. Ah, ich habe gerade meine Hand nämlich vom Steuerkreuz genommen und habe einfach nur immer hin und her gesteuert. Deswegen war es jetzt ein bisschen blöd. Naja. So, das Secret Exit müsste dann auch jetzt gleich hier schon irgendwo kommen im nächsten Raum. Ich gucke mal kurz. So schwer kann das eigentlich nicht sein. Sternmünzen brauchen wir nicht. Mittellinie haben wir. Das ist doch dann eine recht gute Ausgangsposition, um hier jetzt das Secret Exit zu finden, auch wenn wir jetzt vielleicht sterben sollten. So, irgendwo, wo zwei Kanonen übereinander sind, da ist ein Secret Exit. An der rechten Wand, ja genau, irgendwie so war das. War das schon hier? Nee, hier war es noch nicht. Willst du nochmal schießen? Oh. Jetzt. Komm da hoch. Nein. Oh. Jetzt muss ich nochmal von ganz unten an. Ich komme nicht auf die Platte drauf. Was ist denn da los? Hallo. Nervig sowas, oder? Nervig, ja. Ich finde es auch nervig. Ach ja, ich hätte einfach... Diesen ersten Part hätte ich auch einfach offscreen machen können, oder? Aber ist jetzt auch egal, jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich es aufgenommen und jetzt werdet ihr es zum Futtern vor... zum Futtern kriegen, quasi. Ja, ich werde es jetzt nicht rausschneiden, glaube ich. Oder schneide ich es raus? Nee, ich lasse es drin. Och, nö. Kann doch nicht wahr sein. Oh, meine Güte. Ich glaube an der rechten Wand. Ich treffe die Dinger immer nicht. Das ist echt. Ich glaube hier. Kann das sein? Ich hätte gerne den Pilz. Das sieht verdächtig aus. Nein, hier ist es immer noch nicht. Wie viele Bomben sind denn gerade da drauf? Meine Güte. So. Nein. Hier sind überall zwei Dinger übereinander. Wow, zum Glück hat mich das jetzt nicht zerquetscht. Das war knapp. Es war doch an der rechten Wand, oder nicht? Ich meine schon. Aber die haben auch gesagt... Ach, hier ist es, glaube ich. Ja, hier sieht man es doch. Ja. Okay, das war's. Okay. Es ist eigentlich offensichtlich, ja. Ich glaube, das ist... Hier kann man sich ein extra Leben mitholen. Wollen wir das machen? Wow, oder vielleicht sogar mehr als eins. Yeah, yeah, yeah. Haha, das waren 10 oder so. Wie viele hatte ich vorher? Ich weiß es nicht ganz genau. Das waren aber einige. Cool, hier könnte ich Leben farmen. Interessant, interessant. Vielleicht mache ich das ja mal so. Zum letzten Part nochmal die 99, ich weiß es nicht. Ah, vielleicht schaffen wir es ja auch noch. Es sind jetzt gar nicht mehr so viele. Ich glaube, mein kleiner Bruder kommt, dann schält es jetzt gleich. Ist mir egal. Will ich speichern? Ja. Das Secret Exit kann ich ja auch nochmal... Ja. Ist eigentlich relativ rille. Hier oben ist auch noch ein Sternhaus, wo es einen Stern gibt. Das unnötigste Item ever. Gut, damit könnte man sich ganz einfach die drei Pilze holen, aber...
Ich meine mal ganz im Ernst. So, hier habe ich ja letztes Mal schon mal von geredet. Hier sind halt diese Viecher und daraus haben sie einfach ein ganzes Level gemacht. Und so verliert man ganz guten Power-Up. Das kann nicht jeder. Hier ist Yoshi. Ein bisschen verdeckt. Ich hätte ihn fast verpasst, aber er ist sehr nützlich. Das kann ich euch sagen. Ja. Nein! Ja. Und weil er so nützlich ist, habe ich mir gedacht, verliere ich ihn einfach mal direkt wieder. Ach so. Hä, warum kam da jetzt ein extra Leben? Naja, erste Sternmünze, ganz einfach. Einfach mit diesem Ding hier tief fliegen, die Sternmünze einsammeln und dann aufs nächste springen und vielleicht passend landen. Dann hätten wir da einfach weniger Probleme. Ich meine, würde dann einfach cooler kommen. So, yeah. Cooler. Okay. Let's go. Holen wir uns wieder das Power-Up da oben, weil wir es können. Es ist so unglaublich, was ich für eine... Oh, was ist denn jetzt los, ey? Es ist echt unglaublich interessant, was ich für eine Genauigkeit in meinen Sprüchen habe. Ich hatte da gerade irgendwie eine Nuss. Ich habe gerade Nüsse gegessen, so ein paar. Und ich glaube, ich habe gerade so eine Nuss... Ach, so eine Nuss im Hals gehabt. Kennt ihr das? Das ist so ein relativ unerotisches Gefühl. Och, warum? Ich bin wieder so konzentriert. Das ist unglaublich. Super Corner. Das will jeder sehen. Das will jeder sehen. Die freuen sich alle. Die schreien quasi. Yeah, ist das geil hier beim Corner. Meine Güte, sowas haben wir lange nicht gesehen. Cornel, Mensch, wie kannst du sowas nur schaffen? Dass ein Mensch so gut ist, das hätte ich auch nie erwartet, aber... Ja, so ist es einfach. So ist es im Leben. So ist es. Ja, super. Ja, genau. Ich weiß nicht, wieso ich immer daneben springe. Gerade jetzt bei dem Pilz auch wieder. Habt ihr das gesehen? Ich habe irgendwie eine Knick in der Optik. Hauptsache, ist auch voll komisch, dass die Großen sinken und die Kleinen nach oben fliegen. Eigentlich wäre es andersrum sinnvoller, oder? Also weiß ich nicht, jetzt so rein prinzipiell. So, aber mit Yoshi ist es auf jeden Fall einfacher. Nur müssen wir den jetzt auch hier schon runterbringen. Wenn wir da zu spät drauf gehen, verpassen wir die Münze. Das wäre nicht gut. Jetzt wieder ein bisschen hoch. Ich glaube, ich verpasse bestimmt eine Münze. Weil, ja, ich nehme jetzt ein Propeller-Head. Ist mir egal, ist mir. Das ist so doof. Ich hatte Angst, dass die zweite Sternmünze irgendwo hinter den Wolken ist. Und ich habe so damit gerechnet, dass, wenn ich jetzt, ich wollte dann wirbeln. Aber wenn ich wirbel, das ist natürlich Schwachsinn. Weil dann wirbel ich mich natürlich von Yoshi runter. So. Ah, jetzt nehmen wir aber natürlich erstmal wieder Yoshi, denn er schützt natürlich unseren Propeller. Und sollte es irgendwann mal eng werden, können wir dann unseren Propeller nutzen, um uns zu retten. So. Jetzt will ich das aber auch schaffen, denn ich wollte ja eigentlich auch noch das letzte Lava-Level, also außer Welt 8, machen. Weil das ja jetzt auch auf dem Plan steht irgendwie, damit wir mal so Richtung Ende kommen. Meine Güte, meine Herren, meine Damen, ich bin so schlecht, das ist unglaublich. Und hoch Yoshi, und hoch Yoshi. Ich weiß übrigens, warum es hier extra Leben gibt. Weil immer wenn man die Viecher wechselt, diese fliegenden Schildkröten oder was auch immer, dann wird eine Tonleiter gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Und diese Tonleiter, wenn man die einmal durch hat, dann kommt halt ein Leben. Das ist eigentlich relativ cool. Naja. So, die dritte Sternmünze brauchen wir noch. Oh, das ist noch ein extra Leben. Jetzt nur die Frage, wo die nächste Sternmünze ist.
Die ist bestimmt irgendwo unten. Wir müssen auch so ein... Ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir hätten... No. Ja, ich hab Scheiße gebaut. Warum mache ich das? Warum? Ich weiß es selber nicht so genau. Ich bin mir selber unschlüssig. Es gab auch gar keine Mittellinie. Ist mir jetzt egal. Ich habe keine... Das Level nervt mich gerade, ey. Voll blöd. Ich habe echt damit gerechnet, dass ich die Wolkenwelt... Weil es ist auch noch ein Scroll-Level. Und das ist alles so... Oh. Alles nervig. Und ich will mich dann immer beeilen, weil ich... Entschuldigung. Ich will mich immer beeilen, weil ich keine Lust mehr habe und auf dieses Scrolling, weil es mir zu langsam ist. Und wenn ich mich beeilen will, dann mache ich immer dumme Fehler. Okay. Boah. Das ist gerade voll nervig wegen... Also ich habe gerade keine Nüsse gegessen, sondern so ein Giotto und... Das sind ja Nüsse, glaube ich, oder? Und jetzt habe ich da so eine ganz kleine... Es fühlt sich an, als ob die halt in meinem Hals noch, nicht richtig irgendwie da so... Das ist ekelig, boah. Und manchmal kann ich dann nicht richtig mehr sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl. Es ist halt so, dass es dann halt blockiert einfach. Naja. Ah. So, dann müsste man natürlich eigentlich mit so einem Ding hochfliegen. Aber müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Hier ist noch ein extra Leben. Dann können wir hier nochmal die Tonleiter spielen. Ah, ich glaube, einer fehlt uns noch. Jetzt hat es neu angefangen. Wow. Habt ihr es gesehen? Ich bin schon wieder vorbeigesprungen. Ich bin so ein Vollidiot. Ich weiß nicht warum. Oh Mann, ey. Vielleicht, weil es so klein ist, wirklich. Es ist wirklich richtig klein auf meinem Bildschirm. Es ist auch ein bisschen nervig. Da ist die Sternmünze. Okay. Nehmen wir dich. Ja, das reicht. Muss reichen. Oh Mann, ich hätte gerade einfach mal ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Och, das ist immer so blöd, wenn man die Leben runterfliegen sieht und sie dann einfach verpasst. Ah. Warum gibt es hier zwei Röhren? Eine fürs obere Teil des Ziels und eine für unten, oder was? Ja, genau. Nein! Ich würde es gerne mit einem Dreisprung und nicht mit dem Propeller schaffen. Ah, okay. Ja, das geht eigentlich relativ einfach. Naja, okay. Braucht man gar keinen Dreisprung, war auch kein Dreisprung, was ich ja gerade gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob ich wieder voll laut bin. Mein Audacity, es sind schon große Unterschiede. Manchmal ist es voll laut, ey. Das manchmal war jetzt absichtlich. Naja. So, da gibt es übrigens auch einen Hintereingang in das Schloss quasi. Genau. So, machen wir eben noch die Sterne hier, das Stern-Totthaus. Und holen uns den Stern ab. Und gehen dann aber noch ganz, ganz schnell hier in eine Lava-Welt. Und machen dann da noch das letzte Level vom endgültigen Luftschiff, meine Damen und Herren. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Oh, das ist wieder so ein Part, für den ich mich ein bisschen schäme. Also jetzt so einfach das Gefühl beim Spielen ist einfach, dass es ein total schlechter Part geworden ist. Weil ich selber nicht so genau weiß, was ich überhaupt... Ich weiß gar nicht, ich habe so viel Scheiße gemacht und war so oft deswegen so... Ja, nicht deprimiert, aber ich war einfach voll oft so von mir selber enttäuscht. Und das ist immer so ein... Da denke ich mir immer, das kann bei euch auch nicht gut ankommen. Wahrscheinlich ist es trotzdem ein ganz normaler Part mit ganz normalen Bewertungen. Und ja, Mann, es war mein letzter Propeller. Was soll es auch sonst anders sein? Aber... Keine Ahnung. Ihr könnt mir natürlich immer sagen, ob, wenn ihr so einen Part dann mal nicht so gut fandet, könnt ihr mir das natürlich auch gerne sagen. Genauso sag ich das ja jetzt auch. Ich persönlich habe jetzt gerade nicht so ein gutes Gefühl bei einem Part.
weil ich auch schon so schlecht angefangen habe und das so langweilig war mit dem Scrolling-Level-Part. Als wir den Secret Exit geholt haben und dann kam noch ein Scrolling-Level und ich war so ungeduldig und oh Mann. Naja, egal. Ich heule viel, oder? Ja, ich bin eine kleine Heulsuse. Ach du Scheiße, die Lava steigt. Oh, Propeller. Gut, Lava steigt. Ich denke, das sollte nicht das größte Problem für uns sein. Wuhu! Ja. Wofür waren diese Blöcke jetzt da? Ich weiß es nicht. Also man soll hier... Nein? Ach so, du bist wahrscheinlich dafür da, dass man dich da so reinschmeißt. Ja. Warum ist es da? Wo ist die erste Sternmünze? Nein! Ich sollte einfach mal die Augen aufmachen. Es war von vornherein klar, dass die Sternmünze hinten ist, weil das ist ja schwieriger, da hinzukommen. Aber ich hab's irgendwie nicht gerallt. Das ist, mein Gott. Okay. Was soll's? Mann. Die Handgelenkschlaufe von der Wii-Fernbedienung ist auch echt ein bisschen nervig hier und da. Ist natürlich gut gemeint, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, oder wie sagt man? Da gibt's auch irgendwie so ein Sprichwort. Nein! Naja, egal. Hauptsache wir haben die Sternmünze. Und wir können mal. Ja, die sammle ich jetzt natürlich auch einmal, das ist ja so elementar wichtig. Achso. Ich wollte gerade sagen, irgendwie sind die Blöcke im Weg. Naja. Blöcke waren natürlich nur wegen dem P-Switch da, logischerweise. Mittellinie, zwei Sternmünzen, das hat doch alles Hand und Fuß hier. Aber... Oh. Ach du Scheiße. Lava ist schon ziemlich nah an mir dran. Aber wir kriegen wieder einen Propeller. Ach du Scheiße. Mir hat auch mal irgendeiner geschrieben... Keine Ahnung. Ich habe Propeller gesagt und einer hat geschrieben, das heißt Fliegerkappe, oder ich habe Fliegerkappe gesagt und einer hat gesagt, das ist ein Propeller, oder ich weiß es nicht. Also mal ganz im Ernst, ich nenne die natürlich einfach so, wie ich gerade Lust danach habe und habe da jetzt nicht die Spielbeschreibung durchgeguckt, wie das Power-Up genau heißt. Ich glaube, offiziell ist es die Fliegerkappe, oder? Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Wow. Okay. Irgendwas sagt mir, dass da oben die Sternmünze ist. Richtig. Kann aber sein, dass jetzt die Lava schon zu weit oben ist. Nee, ich hatte noch einen kleinen Vorsprung. Jetzt muss ich aber nochmal warten. Jetzt wird es hier doch ein bisschen heiß. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber wir haben es geschafft. Alle drei Sternmünzen, das letzte Level vorm finalen Luftschiff ist gemacht, ist getan. Und ich bin begeistert. Way. Super Part. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen, meine Damen und Herren. Und ich benutze gerade meine Wii-Fernbedienung als Mikrofon und stelle mir vor, ich will in einem Stadion stehen und sagen, in der 60. Minute Tor für den FC Bayern. Okay. Ups, jetzt habe ich voll vors Mikro gehauen. Ist alles sowieso gerade alles übersteuert. Ich weiß noch nicht wieso. Keine Ahnung. Ich hoffe, es hört sich normal an. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Habt Spaß und bleibt mir gewogen. Tschüss.